Du bist auf Platz 1. Du bist bereits gereist. 2 Kilometer auf. Was? Hä? Alles klar. Ich bin drin. Wo ist das Spiel? Da. Ja, wo ist das? Da alles geladen wird, ne? Der Hammer. Und es piept trotzdem noch. Okay. Erstes Mal Roleplay. Aha, erstelle den Charakter. Okay. Kommt das Piepen hier? Das geht mir auch auf den Sack, ne? Das Piepen. So. Sex. Mamas Gesicht. Sex. Nee, wir sind männlich. Wieso kann ich mich in dich entsexen? Oh, guck mal. Was? Ist das ein Mann oder eine Frau? Das wäre natürlich praktisch gewesen, wäre das da jetzt ein bisschen mittiger jetzt alles gewesen, ne? Nutze 4 und 6, um die Sicht zu drehen. Was? Ich muss mal ganz kurz. So. Es nervt. Hör auf zu piepen, es stalkt mich, es macht mich fertig. Ich komme damit nicht klar. So. Sex. I want your sex. Also ich kann mich nur einmal so sexen. Guck mal, die Frau ist direkt mal gleich 1,80 Meter groß, der Mann ist da direkt mal 1,50 Meter. Was ist denn das? Papas Gesicht. Ich wünschte, ich könnte davon mehr sehen. Ich sehe gar nichts, ne? Super. Wie sieht der? Mein Papa sieht nicht so aus. So, wie geht das jetzt nur weiter hier, dass ich hier ein bisschen mitmucken kann hier mit den hier in Los Santos sein hier. Ich drücke einfach mal Enter, mal gucken, was passiert. Oh, ich bin durch. So, was ist hier los? Oh, guck mal hier, das geht immer noch nicht, du. Und man hört mich snacken, der Mond sabbelt und sabbelt. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo mein Koffer ist, wa? Wo ist denn mein Tüch? Hab wieder vielleicht irgendwo. Warte mal, wie geil das hier. Lass mal gucken. Oh, ich hör Schritte. Okay, ich hab noch kein Telefon. Wäre ja geil, wenn ich ein Telefon hätte, ne? User joined your channel. Muss man das die ganze Zeit hören? Vielleicht kommt da ja jemand, der mir gleich mal ein Beten helfen kann hier. Das wäre ja geil. Wo ist der U-Bahn hier? Am besten gefallen mir auch immer noch meine Schuhe, ne? Die habe ich aus Norden mitgebracht.
Also nicht hier Los Santos Norden, sondern da, wo ich herkomme. Moin, ich hab da mal eine Frage. Da kommt ein Auto. Ich hab da mal eine Frage. Was ist da denn? Vielleicht kann ich den fragen. Du Polizist. Police. Moin, Herr Wachmeister. Ich hab da mal eine Frage. Könnt ihr mich hören? Ich kann sie hören. Oh, das ist fein. Du, ich hab da immer eine Frage. Ich hab, seitdem ich hier bin, habe ich immer Stim im Kopf. Also Stim im Kopf? Ja, ich hab Stim im Kopf. Das ist so. Das, irgendwas mit Channel. Ich will das nicht, was das ist. Bin ich nicht mehr bei Trost? Also, das hat was mit dem lauten Orion zu tun. Oh. Und zwar müssen Sie einmal Ihr Dance tief in Ihr Sprachorgan nachgucken. Ja. Denn unter Extras. Und Sekunden. Warte, so schnell geht das nicht. Bin ja auch ein Beten, Eltern, ne? So. Sprachorgan unter Option. Genau. Denn, Meldung. Jo. Und ganz oben ist so ein Kästchen mit einem Pfeil dran. Oh, warte mal, ich muss mal gucken. Ganz oben. Default, nee. Da müsste stehen Default, ja. Soundpack Female. Ja. Genau, da gehst du immer ruf und dann machst du Sound Deactivated. Warte, soll das Soundpaket als Favoriten für Standard verwendet werden? Nee, ne? Warte mal, Ja. Ja, okay. So, und dann deactivated. Sound deactivated, genau. Ne? Okay, dann sind die Stimmen im Kopf weg, sagen sie. Ich dachte, ich muss schon Tabletten nehmen dafür, du. Nee. Das ist manchmal, muss man da jetzt tief ins Stimmorgan rein. Okay, und dann ist das noch so bei mir, ich habe das ja so, dass ich manchmal mit mir selbst snack, ne? So, ja. Und dann ist es aber so, ich möchte nicht, dass das hört, wenn ich mit mir selbst snack. Das haut immer noch nicht hin. Dann oder mal ganz tief drin gucken und dann änderst du vielleicht nochmal push die Stimmband. Jo, warte, Umblick hier, warte, so. Warte, ja. Und drück mir das, Oh Mann, wie geil das jetzt. Gehst da nochmal ruf und dann, warte doch. User joined your channel. Ja, die Stimmen im Kopf sind immer noch da, ne? Das muss ich sagen, du. Das ist irgendwie wieder was mit Channel unterwegs, du. So. Okay. So, kennst du mich noch hören? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Oh Mann, das ist aber gar nicht so gut, du. Das ist nicht so gut. Immer diese... Warte, so. Und oben hast du auch angekreuzt beim Drücken der Taste, ja? Ja, das ist ausgegraut, ne? Das ist ja, wenn du jetzt auf Push-to-Talk, nicht auf Standard, sondern auf Push-to-Talk drückst? Ja, es ist so. Warte. Ach so, warte mal. Aber das ist nur so ein Kreis drumrum, so ein blauer. Ja, muss ein Punkt sein in dem. Das muss ein Punkt beim Drücken der Taste. Ja, ich denke. Warte. Kann man mich immer noch. Das geht nicht, da werden nicht die Stimme in meinen Kopf und dann immer dieses Selbstnacken, ne? Die Leute halten mich für wahnsinnig.
Warte mal, Augenblick. So, was passiert, wenn ich denn da drauf drücke? Wenn ich da drauf drücke, dann snacke ich ja auch die ganze Zeit. Nee, so geht das nicht. So. Ja. Warte mal ganz kurz. Herr Wachmeister, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz mit mir selbst snacken. Nein, ja? Ja, wir sind hier gerade noch ein Problem klären. Das ist alles echt anstrengend. Ich krieg das Push-to-Talk nicht hin. Das heißt, ich bin die ganze Zeit am Sappeln, in-game, wenn ich rede. Das ist echt scheiße, ne? So, Herr Wachmeister. So, andere Idee. Ja. Du gehst nochmal zurück, da, also du gehst bei Hotkeys nochmal rauf, denn nicht doppelklick, sondern musst einmal auf Push-to-Talk, dann auf Entfernen. Warte mal, warte, Hotkeys entfernen, ja, warte mal. Ja, entfernen. Ja, okay. Dann nochmal hinzufügen. Bei Standard oder bei Hotkeys? Bei Hotkeys, ne? Bei. Ne, das andere wäre mit Profil-Dings. Ne, bei. Du gehst auf Hotkeys und dann hinzufügen. Ja. Sag, wo du entfernt hast. Ja, genau. Dann push to talk. Push to talk ist einmal runter, dann ist er einmal Standard. Ja. Dann machst du Doppelklick drauf und legst eine Taste fest. So, dann wollen wir mal mit einem ausprobieren hier. So. Und dann am besten nochmal die Stimme dann noch einmal neu starten. Die Wett? Die Stimme nochmal neu starten? Ja, ja. Okay, dann probiere ich das mal aus. Warte, so, ich bin mal ganz kurz. Ich probiere das mal aus mit neu und mal gucken, ob ich dann ein Hustenbäumchen nehmen kann. Ne, danke. Jo. Disconnected. So, ich kann man immer noch hören, ne? Meine Gedanken gehen nicht raus. Dann geh mal Option Aufnahme. Ah, und, ja, warte. Ist das alles anstrengend. Der erste Tag hier, ne? Und dann gleich solche. Ich glaube, ich reiß hier gleich wieder. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, Option und Aufnahme. Oh, ja. Das ist auch einmal, müsste Push-to-Talk eingekreist, also müsste Punkt drin haben. Daneben müsste der Hotkey stehen. Nee, da steht dauerautomatische Spracherkennung. Muss ich Push-to-Talk machen? Genau, machen wir Push-to-Talk. Ja, okay, dann probiere ich mal das aus. So, anwenden. Und dann müsste daneben stehen, dann halt welche. Welchen Stummband. Ah, geht das? Warte. Können Sie mich jetzt hören? Ich kann Sie hören. Und können Sie mich jetzt hören? Nee, der hört mich nicht. Das geht. Jetzt ist meine Stimme noch. Das ist sehr schön. Das ist schön. So. Denn das ist sehr nett. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Die Stimmen im Kopf, ich weiß nicht, ob die noch da sind. Oh, das muckt die Auto, oder? Hab ich los. Okay. Denn so laut, wa? Ja. Herr Wachmeister, die Stimmen im Kopf sind manchmal noch da. Ob ich damit zum Arzt muss, oder wo muss ich jetzt damit hin? Die Stimmen sind immer noch da. Ja, ab und an mal, ne? Ab und an mal. Immer noch? Ja, eben gerade war was noch zu hören, aber das ist auch schon wieder nur so 4 Minuten, 5 Minuten ist das schon her, ne? Einfach mal im Auge behalten, wenn nicht, dann müssen wir nochmal schauen. Okay. Ja, jetzt habe ich eine Stimme gehört. Was hat es denn gesagt? Das ist die Left Channel. Okay. Jetzt ist jetzt Joint einer. Denn nochmal auf die Stimme darauf, denn auch okay, warte. Denn, Yo, what los? Steht da oben immer noch Sounds deactivated auf Meldung? Ey, warte mal, ich muss jetzt mal, wo war denn nochmal diese Meldung hier nochmal? Ach, da, warte. So. The Food Sound, Moment. Oben Soundpack. Jetzt habe ich Sound deactivated, Mock, aber ich konnte halt nicht als Anwenden drücken. Aber ich probiere einfach OK zu drücken. Ist das auch okay? Na, wenn er drin ist, sollte das funktionieren. Okay. Ansonsten. Okay, ich habe es probiert. Ja, müssen Sie mal im Auge behalten. Also, ich höre keine Stimmen. Oh, das ist aber nett, dass Sie mir geholfen haben, Herr Wachmeister.
Natürlich. Wo kann ich denn, wo kann ich mir eigentlich hier so ein Telefon kaufen? Digitaler. User left your channel. Okay. Okay. Sagen Sie da vielleicht jemand hinbringen. Ja, jetzt das wäre nett, ne? Das wäre nett. Na denn? Haben Sie das gerade gehört? Die hat gerufen. Wollte die was von Ihnen? Nee. Okay. Das ist ja das. Das hätte mir mal einer vertellen sollen, ne? Ich komme hier gerade an und dann fahre ich schon mit der Polizei. Oder bin ich jetzt verhaftet? Nee. Wir würden eine Anstellung verbinden haben. Okay, okay. Ist das denn so teuer oder haben die da so ein Prepaid oder was ist das? Ist das. Sind die denn nicht teuer? Ich weiß gar nicht, wie viel die momentan kosten. Keine Ahnung. Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange sind Sie denn hier? 5 Monate bin ich schon hier. Boah, das ist aber schon eine Weile, ne? Oh. Und dann gleich Polizei, wa? Nee, Polizist bin ich jetzt seit circa über einem Monat. Oh, haben Sie da auch schon was zu sagen? Ja, den Rekruten und Officern höchstens, ja. Ist ordentlich was los, ne? Ich dachte gerade, als ich am Flughafen gelandet bin, dachte ich, bin in einer apokalyptischen Situation gelandet, weil da keiner da war. Ja, Flughafen ist meistens immer ein bisschen leer gefliegt. Okay. User joined your channel. Ja, die Stimmen sind nicht weg aus dem Kopf. Immer noch nicht? Nö. Nee. Ich glaube, ich bin wahnsinnig da. Ach, ey. Das ist aber schön hier, ne? Ja. Sind bestimmt nur nette Leute hier, ne? Gibt viele nette, gibt aber auch viele, die nicht so nett sind. Oh, was ist denn das, dieses Vanille Unicorn? Was ist das denn? Unicorn ist ein Stripclub. Oh, oh, oh. Waren Sie da schon mal? Aber nur Essen holen. Sagen die meisten. Ja, oder nur Essen holen. Okay. Ich glaube Ihnen das mal. Mhm. Herr Wachmeister, wie ist eigentlich Ihr Name? Kater. Was? Haben Sie einen Kater? Haben Sie zu viel getrunken? Nein, mein Nachname ist Kater, mein Vorname ist Chris. Achso, Chris. Wie die Katze Kater? Nehme C. Achso. So, dann wollen wir mal gucken. Ich frag gar nicht nach meinem Namen, wa? Ich hätte ihn jetzt auch gar nicht sagen können. So. Das ist das hier? Ja. Finden Sie die Tür nicht? Nee, die okay. War so schwer. Da können Sie sich ein Handy aussuchen. What? Okay. Da habe ich noch mal eine Frage, ne? Ja. Nun weiß ich ja gar nicht, wie viel Geld ich habe. Dürften Sie vom Konto abgebucht kriegen. Ansonsten müssten wir dann zum Automaten fahren, aber da kriegen wir auch hin. Aber ich glaube, die Dame, die hier steht, die steht auch am Automaten, oder nicht? Stimmt, hier draußen ist ein Automat. Okay, dann gehe ich mal noch gucken. Oh! Das ist mir auch noch nie passiert, ne? Ich komme hier an und dann bin ich einfach mal reich. Nee, das ist ja gar nicht mal. Sie sind reich. Ja, so ein Beten, so, ne? Das ist ja mal ein Ding. Ich heb mal was ab. Mhm. Herr Wachmeister, ich finde mein Portemonnaie gar nicht. Die finden ihr Portemonnaie gar nicht.
Wieso? Ich kann halt nicht sehen, wo ich das jetzt hab. Ob ich das jetzt wirklich in der Tasche hab? Da müssen sie einmal den zweiten Finger nutzen. Ah. Also nicht den zwei, also. Hä? Finger 2. Ja. Oh. Kriegen einen Anruf ohne Momento. So, oh, das geil. Leitstelle PD. Ja. Ich zeig ab, ich neuen Handy geholt und dann hätte ich danach Zeit. Magst? Was denn? Ich kann den RTW knacken, ja? Oh, die Haare, ne? Diese Strähnchen da drin, das ist ja scheiße. Aber ich kann bestimmt irgendwann mal zum Friseur gehen. Ja, kriegen wir hin. Also zum MD dann vorbeikommen, ja? Ja, kriegen wir hin. Ciao, ciao. Haben Sie jetzt nicht in der Nähe? Ja, ich denke schon, aber ich wollte gar nicht mich das in die Hand nehmen, das ist so schwer. Finger 1. Ah. Das ist ja nett, das ist ja cool. Ich habe da noch mal eine Frage. Falls ja. Ich habe ja gerade gehört, Sie sind sehr beschäftigt, ne? Sehr beschäftigt, ja. Ob ich denn mal, wenn Sie so nett sind, Ihre Nummer haben kann, um einfach mal, wenn ich ein Problem habe, noch mal mit Ihnen zu snacken? Natürlich, gehen wir hin. Augenblick, ich muss mich hier diese neuen Dinge, ne? Sie gehen unter Kontakte und neuer Kontakt ganz oben. Dann geben Sie meinen Namen ein. Neuer Kontakt. Wie kann ich das denn jetzt? Warte mal. Das ist neu. Ich komm gar nicht auf die. Achso, da gehen Sie am besten mal auf Einstellung. Wo? Vom Handy. Okay, Augenblick. Haben Sie die Einstellung geöffnet? Nee, so schnell geht das nicht. Also. Settings. Genau, Settings. User und dann steht als vorletztes Maussteuerung. Da einmal raufdrücken. Jo, hab ich. Dann haben Sie jetzt da eine Maus auf Ihrem Handy. Ja, hab ich, danke. Genau, geht einfacher. So, dann gehen Sie so. Jetzt nochmal auf Kontakte und dann neue. Ja, ich muck die dat. Oh! So, Leitstelle PD? Gut, der ist halt beschäftigt, der junge Mann. Ja, moin, was los? Okay. ich bin gerade noch unterwegs und gleich beim MD. Ja. Nö, gerade nicht. Gerade Neuling am Flughafen eingesammelt. Den habe ich jetzt schnell zum Handy kaufen gebracht und dann fahre ich jetzt gleich zum MD. Jo. Jo. Super. Tschö. So. Dann habe ich das und ich brauche einmal nochmal ihre Nummer. Haben Sie? Ja, ja. Der Herr? Ja, Ja, ganz ruhig. Ich bin doch noch in diesem verkackten Menü drin, um die Nummer einzudingsen. Ich bräuchte Ihre Nummer noch. Die habe ich noch gar nicht. 587? Ah. Ja, jetzt musste ich ganz kurz mal raus, damit ich mit Ihnen reden konnte. Und jetzt muss ich das irgendwie wieder bearbeiten können. Wie geil das denn jetzt? Sie gehen auf Kontakte machen, den Rechtsklick am rechten Rand und den Kontakt bearbeiten. Alter, die Nummer. Gib mir die scheiß Nummer jetzt einfach, sonst muss ich da wieder raus. Haben Sie das?
Ich kann doch nicht reden. Ich kann doch nicht. Achso, jetzt geht das. Ja, also wenn sie da. Ja, dann ist da so komisches immer. Ruf drücken, dann gibt er nichts ein. Ja, alles klar. So. So, meine Telefonnummer wäre die 587. 58. Bindestrich. 3867. 587. 3867. So, warte. 587-3867. Vergessen den Bindestrich nicht zwischen den 7 und 3. Den habe ich oben. Alles klar. Sehr schön. Dann könnten Sie sich vielleicht ein Taxi rufen. Dann der gibt sicherlich, hat bestimmt Zeit für eine kleine Führung. Ja, oder ich guck mal so ein bisschen zu Fuß. Ich check das mal alles ja, mal so ein Essen, bisschen. Essen, trinken nicht vergessen. Oh ja, ich sehe das schon. Dankeschön. Genau. Jo, Herr Kader, das war nett. Also, ich gebe ihm mal. Ja. Gib ihm mal ein Mettbrötchen mal zu trinken. Bitteschön. Ja, das ist nett, aber Dankeschön, ne? Dankeschön. Gut. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ne? Ja, danke, ebenso. Tschüss. Tschüss. So. Interessant. Interessant. Alter, das habe ich morgen wieder alles vergessen, ich schwöre, ne? Wow, der ist im Einsatz gleich hier mit Blaulicht gleich losfahren. Da fährt er hin. Der gute Chris Carter fährt da hin.